Ja, in unserer Backstage-Rubrik ging es direkt ganz in den Süden von Frankreich. Wir haben dort den Thomas Flauger besucht und schaut euch einfach mal an, was wir gemeinsam mit dem Thomas am Wasser erlebt haben. Herzlich willkommen zu unserer ersten Backstage-Rubrik hier auf unserer DVD. Wir haben uns direkt fürs erste Heft eine richtige Bombe ausgesucht. Wir sind auf dem Weg ganz in den Süden von Frankreich. Noch ein ganzes Stück hinter Montpellier liegt unser Ziel. Wir werden dort morgen früh treffen den Thomas Flauger. Thomas Flauger ist für mich persönlich ein ganz großer Name. Eigentlich bin ich durch den Thomas zum Welsangeln gekommen. Ich habe irgendwann mal sein Buch gelesen. Mittlerweile ist das Welsbuch von Thomas Flauger ein absoluter Klassiker, den man gelesen haben muss. Und ja, damit ging bei mir eigentlich die Wallerjagd los. Welsfieber wurde entfacht. Mittlerweile kann ich den Thomas als Freund bezeichnen. Wir haben uns mittlerweile schon sehr oft getroffen und auch schon schöne Stunden am Wasser zusammen verbracht. Und es ist für mich wirklich was ganz Besonderes, eine große Ehre, den Thomas dann morgen zu treffen und ihn euch auf der ersten DVD in unserer Backstage-Rubrik vorzustellen. Morgen Leute, wir sind jetzt gerade angekommen. Wir sind hier in der Straße vom Thomas. Wir sind jetzt nur noch einige Meter bis zur Haustür. Ich glaube, wir müssen die Hausnummer 8 suchen. Ja, Haus 8. Nummer 8. Okay. 12. Ganz schmales Gässchen hier. Absoluter Standplatz. Ja. Hier stehen die Guten, ey. Hier stehen die ganz Guten. Der Nordwind. Ja. 2 Grad, Nacht mit Norden. Wasserglas klar. Ganz klar. Ich kann gucken bis auf den Grund. Das ist bestimmt schon 200 Meter tief. Ja. Ja. Ich denke halt, wir haben nicht die Wahl. Wir müssen einen Topplatz haben. Dann ja, wir haben eine Nacht Zeit. Da müssen wir alles geben. Ja, wir haben jetzt nur, was weiß ich, 20 Stunden zum Angeln. Und wir müssen wirklich einen Schlüsselplatz suchen und dann sehr dicht am Standplatz angeln. Also, wir lassen uns, der Wind ist ja perfekt, wir lassen uns einfach mal genau hier an der Uferkante entlang treiben. Muss es jetzt tiefer werden. Das hat da gerade die Kante. Ne? Warum kann man da stehen, warum sollte man da nicht angeln? Hier haben wir jetzt an der Kante Fische, ganz eindeutige Echos, ganz eindeutige Fischechos. Ja. Hier ist jetzt der Boden angestiegen von 8 Meter. Läuft jetzt sehr langsam. Noch 5 Meter. Oh, und da genau an der Kante haben wir die Fische jetzt. Ja, typischer Platz halt. Typischer Platz. Im Schatten. Den mit einer Finesse-Montage, 2 kleine Tauwürmer, ein bisschen gezupft. Da hast du ihn schon. Und
Wie sieht so eine Finesse-Montage aus? Ist das dann mit Kunstköder oder auch natürlicher Köder? Oder kann man das Ganze beides machen? Also, ja. Wir haben halt festgestellt beim Zanderangeln in der Rhone, wir angeln hauptsächlich im Winter auf Zander. Und dass wir halt quasi jedes Mal haben wir zwei, drei Wälse dran und fast immer nur groß. Auf Tauwurm? Auf ganz kleinem Zeug, ja. Entweder ein gezupfte, kleiner, so ein Fireball-Chick-Kopf. Ja, ein gezupfter Tauwurm oder zwei Tauwürme. Einfach nur ein Blei, so eine Spezialmontage, dass der Haken irgendwie quer steht, dass er sich nicht am Grund aufsetzt. Und ja, dann haben wir halt regelmäßig große Waller dran. Und wenn du dann halt die Wallerrute nimmst, kriegst du keine Bisse mehr. Das ist also ganz interessant so. Das heißt, dieses feine Fischen bringt dann definitiv die Welsbisse? Ja. Oft. Vor allem dort, wo auch schon viel geangelt worden ist. Jetzt mache ich hier erstmal eine Montage, um quasi mit Wurm am Grund zu zupfen. Da habe ich also einen normalen Einzelhaken aus dem Meeresangelbereich. Nicht zu groß, aber stabil und sehr spitz mit einem geraden Öhr. Etwas langschenklich, eigentlich kann man sagen, ja, ganz normaler, geradliniger, aber schnörkelloser und guter Angelhaken. Ja, den binde ich ein in dickes Mono. Kann auch Fluorocarbon sein oder muss halt ein Nylonmaterial sein. Ja, steck den einmal durch, mach ein paar Wicklungen drum. Genau wie beim Karpfenvorfach eben auch dann nochmal von außen nach innen wieder durch. Nur ordentlich festziehen, damit sich nicht wieder aufrollt von alleine. Dann hat man, dann entsteht hier schon so ein Winkel. Ne? Ist also einmal ist dieser Schnurwinkel, dass die Schnur nach innen rauskommt, dann sehr vorteilhaft zum Anhaken des Welses. Und zum anderen ist es noch vorteilhaft, weil überhaupt kein Knoten da ist, sondern der Haken ist quasi nur ins Vorfach eingewickelt. Ja, ist überhaupt kein Knoten. Da führe ich einfach eine ganz normale Bleikugel drauf, je nach Strömung und Gewässertiefe oder Wind, ist so vielleicht 50 Gramm, 60 bis 100 Gramm, ziehe ich jetzt hier nach unten. Dann habe ich halt wie so einen Jig-Kopf, ja, der kann sich hier auf den Grund aufsetzen, ohne dass ich dauernd Hänger bekomme. Wenn ich jetzt quasi nur ein Drilling hier drunter hätte mit Würmern dran, ja, dann würde ich ja an jedem Stein hängen bleiben, wenn ich mich langsam abtreiben lasse. Das lasse ich dann langsam über Grund, hebe und senke und die zwei, drei Tauwürmer, die flattern dann so wunderbar. Das sieht zwar ein bisschen mickrig aus, aber im Wasser werden die Würmer richtig lang und flattern richtig mit dem Schwanz. Und dann habe ich festgestellt, eine Sache, die noch wichtig ist, ist immer vorteilhaft, wenn das Boot etwas langsamer treibt wie die Strömung, weil die Strömung ist an der Oberfläche immer etwas stärker. Und der Wurm ist ja ein Naturköder mit einer Witterung. Ja, und es ist immer gut, wenn man wie ein Stippangler, der seine Made ein bisschen abbremst, quasi, damit die Witterung zuerst beim Rotauge ankommt, bevor die Made ankommt. Ja. Das sind so kleine Details, die dann oft den Unterschied machen. Das heißt, wenn man mit dem Elektromotor die Drift ein bisschen abbremst, dass das Boot langsamer treibt in die Strömung, oder mit Glück, wenn der Wind halt von flussabwärts kommt, es ist halt perfekt, dass die Würmer halt langsamer abtreiben wie die Strömung, sodass eben der Geruch, die Lockstoffe der Würmer, die Barteln des Welses schon erreichen, quasi bevor der Köder kommt. Ja. Wahnsinn. Wir haben sie schon entdeckt, die Jungs. Ja, und auch ohne Skrubel mal ganz, ganz nah am Ufer gucken. Weil die stehen ja total im Gestrüpp teilweise drin. Ja, wieder Fischecho. Muss aber kein Waller sein. Das können Karpfen sein. Ja, aber sind auf jeden Fall hier, sind an der Uferkante Fische. Da, ganz eindeutig. Ja, ja. Thomas, bist du am Montieren? Ja, ich habe gerade beschlossen, eher in Grundnähe zu angeln. Bei dem Wind stelle ich mir halt vor, dass vielleicht die Aktivität gegen Null geht. Dann habe ich halt hier mal so eine Montage gemacht mit Dauertöne. Ja, also einfach eine ganz normale Wasserkugel. Also Inline-Wasserkugel mit ganz kleinen Fleischroten drin. Bei der kleinsten Bewegung, ne, vom Köderfisch. Sehr schön, ja. Tönt der, weil die einfach durch die elliptische Form rollen die auch immer, die Bleie. Je nachdem, in jeder Richtung passiert da was. Ohne dass es irgendwie auch zu laut ist. Ne? Das ist irgendwie so ein Dauerton unter Wasser bei jedem Köderfisch-Schwanzstoß. Und dann habe ich hier halt einen großen Einzelhaken, dann den kleinen Anhakhaken, der sich drehen kann.
hake ich halt irgendwo im Flossenknorpel ein. Ja. Und dann kann der Fisch in sich nochmal drehen und der große Haken kann sich dann richtig in den Mundwinkel ziehen, schon beim Anbiss. Wie sind deine Erfahrungswerte mit dem Einzelhaken? Ja, viele Fehlbisse oder? Nee, quasi nie, selten. Okay. Gut, es kommt immer mal vor, dass ein kleiner Wels den Fisch irgendwie am Kopf hat oder so. Das ist mir dann auch egal, ob da jetzt ein kleiner mal einen Fehlbiss macht. Also wenn da ein richtig großer Wels kommt, so ab 1,80 Meter, der hat den eh drin. Und macht natürlich auch einen riesen Vorteil beim Greifen. Ja, ja sowieso. Und mir ist es auch egal, wenn mal einer verloren geht. Der Fisch soll ja auch seine Chance haben. Also. Ganz oft sah ich dann so Kanten am Eingang vom Gumpen, wo es runter geht und dann stehen sie im Mittelwasser hinter der Kante. Ganz oft bin ich da eingegangen. Oh, ist fest. Yes! Oh, er hat ihn. Jupp. Oh. Der ist abgerissen. Nee. Ab die Reißleine ist ab. Hast du? Nee, ich weiß nicht. Er kommt gut dran. Hä? Fisch. Boot. Ja. Jawohl, Menas! So! Yes! Petri, jawohl! Thomas! Jawohl, das Petri, ist es! Petri, Thomas! Noch. Geil! Ah, ja! Jawohl! Thomas, wie war denn die Nacht? Die Nacht war total scheiße. Warum? Weil das hier so abgeknickt nach unten geht und ich jetzt hier total die Kreuzschmerzen habe. Hm. So, das ist jetzt hier ein Beispiel, was man nicht macht, unbedingt nachmachen muss. Ah. Ja, also eine weitere Sache zum, ja, sozusagen zum feineren Fischen auf Wels. Was sich bewährt hat, ist also die Benutzung von sehr kleinen Köderfischen. Ja, und habe also die Erfahrung gemacht, in kleinen Flüssen sind die Welse oft sehr extrem scheu.
Die Bisse kommen erst immer um 5, 6 Uhr morgens. Selten, dass man am Tag was erwischt. Und ich habe es dann mal versucht, einfach so bei mir in Montpellier, in meiner Gegend da zu angeln. Habe mir schöne Meereschen gefangen, große Köderfische, große Karauschen. Und da lief es einfach nicht so richtig. Und dann habe ich einfach mal probiert, ganz, ganz kleine Güstern zu fangen. Das habe ich mehr durch Zufall ist das so entstanden, weil das war das Einzige, was gebissen hat. Und damit der kleine Köderfisch an der dicken Schnur behindert ist, habe ich den kleinen Anköderhaken dann halt mit dem Wirbel drehend drehbar montiert, dass der auch dann so richtig um sich selbst alles drehen kann. Mit einer Rückenköderung etwas mehr zum Schwanz hin, ja, zwischen Rückenflosse und Schwanz schon angehakt, dass der dann immer so wegschwimmt und dann dreht und quasi in Grundnähe arbeitet. Teilweise benutze ich dann noch kleine U-Posen, kleine Wasserkugeln ans U-Pose ganz diskret. Und das ist auch eine Methode, die sich insbesondere in der kalten Jahreszeit bei mir besonders bewährt hat. Und dann sehr in Grundnähe, das Vorfach sehr kurz, also wirklich nur 30-40 cm langes Vorfach und den Köderfisch am Grund blockiert. Ja, Thomas, ich überlasse dir einfach das Wort zum Schluss unserer Session, unserer gemeinsamen Session. Ja. Vielleicht findest du noch ein paar abschließende Worte. Also gut, einmal rund um die Uhr. Kleiner Fluss mit kaltem Wasser, 8 bis 9 Grad Wassertemperatur. Extrem viel Hindernisse im Wasser, kalter Wind und trotzdem 5 Bisse. Also eigentlich nicht so schlecht, fast schon besser wie erwartet. Kann man ja auch so ganz schnell organisiert. So ein Trip, ja, ist ja nicht immer erfolgreich. Ich freue mich sehr über den gemeinsamen, man kann schon sagen, Winterwaller, den wir hier zusammen gefangen haben. Das war eine intensive Session. Ich möchte mich vor allen Dingen bei dir, Thomas, recht herzlich dafür bedanken, dass du Zeit hattest. Vielen Dank. Dass das so spontan geklappt hat. Super. Und vor allen Dingen für die tollen Geschichten gestern Abend am Lagerfeuer. Ja, ich denke, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß am Wasser und bis bald. Tschüss. Ja. Ciao. Sagt eigentlich der französische Welfer, der sich dem Köderfisch nähert, Bonjour oder Guten Tag? Ja gut, kommt drauf an, wann. Manchmal sagt er auch Bonsoir. Ja. Ja gut, das ist dann auch wieder so nicht wahr. Aber grundsätzlich sind wir dann auch eher französischsprachig. Ja, wenn er seine Schublade offen hat, ist das dann eher hier.